Freunde, was soll ich euch sagen? Mein Name ist Marc Eggers, neben mir der wundervolle Johannes Lukas. Aber wie dick schätzt du es Williams an? Vegan und natural. Auf 1,40 Meter hier, das geht schon voll klar, oder? Maybe 60. Holy fucking shit. Holy shit. Sehst du von hier unten? Nee. Bist du klein, Robin? Ich mach, wo du würdest regelmäßig trainieren. Ich trainiere gerade regelmäßig. Ach so. Ach du Scheiße. Wollen wir mal warten? Scheiße. Alter, Junge. Scheiße. Den kann ich nicht richtig trainieren. Wir müssen hier herankommen. Nee, ist anständig. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und herzlich willkommen hier auf der FIBO 2024. Ich habe hier meinen 16-jährigen Robin Willer am Start. Der wird mein freundlicher Helfer sein. Diesmal werde ich Goodies gemessen, sondern Cox. Nein, wir werden heute den dicksten, wir werden den dicksten Arm messen mit Johannes. Ich bin sein kleiner Assistent, sein helfender Elf. Genau, du bist der kleine Elfe. Ich bin der kleine bevor Elfe. Wir anfangen, wollen wir erstmal gucken, ob wir jemanden, genau, und meiner natürlich auch, ob da jemand gibt, der ihn schlägt. 16 Jahre jung, 3 Jahre Training, Freunde, unaufgepumpt, 39,5 cm auf 1,40 Meter hier, das geht schon voll klar, oder? Komm, wir messen mal ein. Wie viel ist noch übrig? Ist es noch ein 50 cm Arm? Nein, das gucken wir nochmal. Die Kamera muss auch sehen. Doch, ganz schön geschrumpft. 48. Warte mal, schon, wir messen den anderen. Den kann ich nicht richtig trainieren, wir messen den anderen. Komm. Es muss doch ein 50er sein. Ah, guck mal. 50,5. 50,5, siehst du, den nehmen wir. Und jetzt, let's go. Lass mal gucken, was hier am Start ist. Ah, oh, das lub ich. Komm, zeig mal, hier, hol gleich raus. Was denn, mit Pimmel? Den Arm. Ist ziemlich klein. Wieso will eigentlich jeder immer gleich seinen Kopf vergleichen? Robin wollte Cox messen eigentlich. Ja, bist du dabei? Cox messen. Na, ist das Maßband zu groß? Classic-Physik-Athlet. Hat er die 50 cm? Ich seh's von hier unten. Nee. Bist du klein, Robin, Alter? Warte. Oh, sind 49. Rechts 49 cm. Komma? Siehst du, 49,4, okay, 49,4. 4 mm sind viel. William und Johnny stehen hier gerade und machen Bilder. Ihr könnt mich übrigens zwischen 16 und 18 Uhr, falls ihr noch kommt auf der FIBO, auf jeden Fall hier immer antreffen. Leute, ich freue mich auf euch. Aber wie dick schätzt du es Williams Arm? Williams Arm, also ich glaube locker 47, 48 schätzt. Meinst du? Aber er ist auf Diät, er ist brutal hart. Also seine Vaskularität, ich habe vorhin gesehen, ist brutal. Also 47 sollten es trotzdem sein. Okay, pass auf, ich sag 47,3. Und Johnny, komm, lass es uns rausfinden. Robin, trau dich. Wir quatschen jetzt. Mit wem fangen wir an? Ich würde sagen, mit dem kleineren. Die empfehle ich alleine, die ist ja schon 2 cm dick. Das ist brutal. Komm, Miss. Mädchen bitte. Der linke ist der dicke. Ui. Aber es sieht geil aus auf jeden Fall. Ne? Also es kommt ja nicht auf die Größe drauf an. Wichtig ist, wie es aussieht. Technik. Nee, ist anständig. 47, Dicker, ich hab's doch gesagt. 47,3 hat Johannes gesagt. Holy shit, Alter. 47,3. Bombe, Junge. Ich hab's getippt. Ohne Scheiß, ich hab's getippt. Ey, letztes Jahr hatte ich 51. Boah. Ja, aber da war ich auch speckig. Da war der Bovu an. Jetzt der bin ich nicht mehr speckig. Ist doch noch ein bisschen dicker als bei ihm, ne? Muss man so sagen. Er hat schon die Penisqualität. Auch eine harte Diät für die FIBO. Johnny, mein Lieber. Ja, servus. Was geht? Hol ihn raus. 9 und 10. Ich würde auch sagen, also bei Johnny Cock, den Arm zu messen, wäre ein bisschen lame. Ich würde auch eher den Cock messen. Aber ich sag 49. Meinst du so dick? Nein. Ich glaube, es sind auch nur 47. Ja. 45,2. Kannst du meinen rechten messen? Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. So, hier haben wir jetzt ein bisschen mehr. Hier sind wir bei, ja, knapp 47. Knapp 48. Nee, 47. Also 47. Bei dir mehr. Ja, sie hier war mehr. Ja. Was war bei dir? Bei mir war viel weniger. Echt jetzt? Wie viel hast du? Links war, ich weiß nicht mehr. Rechts war 50. Wie weniger mehr? Ja, 50. Ja. Ich wollte jetzt hier, dafür hast du auch 10 cm weniger Taille, zum Beispiel. Das stimmt. Darum und 10 cm dünnere Beine. Hab ich. Nee. Komm, wollen wir machen? Wollen wir gleich mal machen? Beine ist bei mir. Die Beine, er tut immer so, als hätte er schlechte Beine, Alter. Sitzt hast du gar nicht. Vom Stuhl sitzt, kommst keine guten Beine. Komm, wir machen mal, 100% sind die dicker als meine. Ich kann dir meine Wade zeigen. 100% sind die dicker als meine. Zeig mal. Meine Wade kann ich guck mal, sagen. Ich bin so dünn wie schon lange nicht mehr. Ach du Scheiße. Wollen wir mal warten? Scheiße, Alter, Junge. Scheiße. Ich finde es jetzt ein Armmessvideo, du darfst nicht jetzt abweichen. Ich finde es auch ein bisschen Zeit, jetzt hier runter zu gehen, aber wir haben hier 47. Hä? Wie der Bizeps. Arme wie Beine. Oder wie viel hat er? Arme wie Beine. 47,2. Ist das gibt's gut? Ja gar nicht. Super. Der Wade ist genauso wie dein Arm. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt. Wenn man sagt, wenn die Arme so wie Waden sind, dann ist super. Das ist super. Sag mal, okay, meine Waden sind auf jeden Fall zu schlank. Kollege, du hast aber einen Riesenarm, du.
Das will ich mal sehen. Du, da können wir nicht mal messen. Das sind noch mindestens 50, Alter. Ah, weiß ich nicht. Das ist hier meine Messelfe. Okay. 16 Jahre jung für 16. Papier. Kann man schon anbieten, definitiv, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also, Robin, was schätzt du? Ich dachte, oh. Ich kann spannend nicht vergessen. Ach du Scheiße, ja. Aber guck mal, 48 cm. Ja. Ich finde, der sieht viel dicker aus. Dankeschön. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich habe wieder locker eine 50er Keule. Aber bist da doch ein bisschen kleiner, ne? Brutal. Danke dir. Auch der Trizeps, guck mal hier. Ja, wichtig ist am Ende immer, wie es aussieht, ne? Die Zahlen sind egal. Es fragt dich auf der Bühne keiner, wie viel Kilo du in der Bank drückst. Wichtig ist es, ob du eine massive Brust hast oder ne? Schulter, Trizeps, Latt, wie auch immer. Was sagst du, was ist wichtig? Auf die Größe kommt es generell nicht an. Du weißt selber, dass das Bullshit ist, ne? Also Größe ist ja auch mechanisch. Also je größer, je größer. Johannes mit meinen 7 cm hat es bis jetzt funktioniert. Hat noch gereicht. Hat noch aber gereicht. Du bist ja 16, du brauchst das ja noch gar nicht. Der wächst noch. Wir hören jetzt auf mit dem 16-jährigen pubertierenden Humor. Ja, wir genau. Gehen über in Johannes mal rein. Mit Vernünftige wieder mit Erwachsenen ja. Hier. Erwachsenen aber weißt du, dass der Crank Pump Pro übrigens auch bei erektilen Dysfunktionen helfen kann, wenn du jetzt welche hättest, durch eine bessere Durchblutung? Ohne Scheiß? Arginin, natürlich. Soll ich ausprobieren? Ja, ich glaube nicht, dass du die nötig hast. Aber du nimmst ihn ja sowieso vom Training. Ja, ich nehme ihn so oder so vom Training. Mit welchem Code hast du die bestellt? Mit Code Johannes natürlich. Auf Ehre natürlich. Aber Robin ist ja jetzt auch bei ESN. Ihr könnt ja auch unterstützen mit dem Code Villa. Mit Code Villa. Das nur nebenbei bemerkt, unten in der Beschreibung steht alles drin. Also da drüben ist jetzt Tobi, der befindet sich gerade in seiner Peak Week, weil der geht jetzt auf Wettkampf. Tobi, Digga. Okay, Tobi redet gerade. Oh, Mr. Latt. Eieiei, Mr. Latt. Sag ich, grüß dich, wir messen jetzt deinen Arm. Na, nee, ich das ist gemein. Ich hab übermorgen Wettkampf. Mit 5% Körperfettanteil steht er hier noch und lächelt. Und genau so muss es sein, Leute. Boah, was schätzt du, Robin, was schätzt du? Ich sag so knapp 40 vielleicht sogar nur. 41,2. Ja, okay. Okay, krass, wir haben hier. 40,2. Warte, was mit dem Arm? Die alle den zweiten auch wissen wollen, oder? Vielleicht ist der wahrscheinlich ist der kleiner jetzt. Das ist gleich, 40,2 haben wir. Oh, der symmetrische Boss. Also ich bin ehrlich, bei Tobi habe ich gerade ein bisschen größer geschätzt. Also wir hatten jetzt 40,3. Also sah ein bisschen größer aus. Ja, aber im Verhältnis, aber wenn das Ding richtig detailliert ist und hart, ja, klar. Dann sieht es einfach auch besser aus. Und diese ganzen Adern auch. Ich werde jetzt Mario seinen Arm in Faserrichtung messen. Aber ich bin ja jetzt eh Hybridathlet, also deshalb. Machst du auch mit oder was? Machst du jetzt auch mit? Nein, Spaß. Ich mach nur mehr Cardio. Ja, gut. Das und dadurch, dass ich jetzt so Hybridathlet bin, fühle ich mich nicht mehr so schlecht, so dünn zu sein. Das ist gut. Ja. Ist auch genau mein Konzept. Meine Waden ist eigentlich perfekt wegen der Aerodynamik, dass die so schmal sind. Absolut. Ja. Aber kann ich im Gegenmoment bringen, dein Arsch ist immer noch ganz schön dick. Ja. Du hast einen richtig dicken Booty, das wusste viele. Ich war selber überrascht. Ansage, mein 16-jähriger Elf hat einen dickeren Arm als du. Ja, als safe. Wie viel hast du? Ich hatte 39 irgendwas. Ah, okay, nee. Er hat gute 40. Echt? Oh, nice. Das hätte ich nicht gedacht. 43 war es. Okay. Ich glaube, das letzte Mal haben wir bei der Crank Night gemessen, da war es 38. Das siehst du. Da wurde ich noch komplett rund gemacht. In den Kommentaren. Also du schläfst auf jeden Fall nicht. Du hast immer noch Progression gemacht. Ja. Gut. Ja. Cardio-Training macht's möglich. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ihn live gesehen in Prag. Da war er noch Amateur. He's really excited. Neckzilla. Okay, okay. He's a fucking beast. Like the old times. Also wenn du den siehst, der hat wirklich einen extrem Wiedererkennungswert. Der hat natürlich nicht nur Nacken, der hat Beine. Your legs are completely different planet. They're a real huge animal. And we want to know how big your arm is. So okay. let's check it out. I think 56, 57 or maybe 60. Holy fucking shit, holy shit. 51, knapp 52 cm, 52. It looks way bigger than it is. Yo, it's probably 5 kilos down. Okay. Okay, yeah, yeah. But yeah. Normally he has a 55 centimeters. Yeah, but yeah, you look amazing. I wish you all the best for the future. Stay healthy. Da warst du schon ein bisschen aufgeregt, oder? Super schwer, ja, ich bin. Ja, keine Ahnung. Das Schlimme ist, er versteht selber auch so schlecht Englisch, ne? So, das muss man mal live gesehen haben, wenn du das siehst. Ich hab das in meiner Insta-Story damals gezeigt. Der Arsch, der hat wie ein Pferd, Junge. Dieser riesige Arsch, diese Oberschenkel, das ist unfassbar, oder? Auch der Nacken hier, der Hals ist deswegen wird er auch Neckzilla genannt, weil er so einen langen, hohen Trapez hat. Der sieht aus wie eine Comicfigur einfach. Ja, wirklich. Der hat etwas, was heutzutage bei den Profis ganz selten ist, wie von den alten Profis, so diesen extrem Wiedererkennungswert. Und gefühlt eine Krankheit, das ist ja so pervers. Ja. Total irre, Alter. Ich habe hier meine Armmesselfe zu meiner linken Hand. Hi. Wir messen heute die Arme. Du bist ja mittlerweile. Ich hab abgebaut voll. Ja, du bist jetzt Hybrid-Athlet. Wie viel ist denn noch übrig? Das sind stabile, das sind so 48, würde ich sagen. Denkst du? 48. Mindestens. 46, 47 sollten schon drin sein. Wo ist schon die dickste Party? Guck mal, die, mach mal dick hier, guck mal.
Oh, Krampf! Ja. 43, 7, ernsthaft? Knapp 44. Leck mich, aber sieht viel dicker aus, ohne Witz auch. Einfach ja, gesagt, es geht nur darum, wie es ausschaut. Voll verschätzt, Alter, voll verschätzt. Aber ja, Hybrid, ja, Mann. Er kann die 10 Kilometer am Stück rennen, ich nicht. Dafür hast du andere Stärken, Johannes. Welche denn? Ja, welche Zimmer auch. Johannes ist ein guter Coach. Nein. Johannes ist sympathisch. Gut, das schneiden wir alles raus. Sympathisch, ist das ein Skill oder was? Das ist ein Skill, ja. Ja. Kann nicht jeder so sympathisch sein. Ja, stimmt. Alles. Ja, gut. Donnerwetter. Wir messen gerade die Arme. Robin ist mein Assistent. Die sehen auf jeden Fall dick aus. Weißt du schon, wie dick er ist, oder? 45, roundabout. Hast du schon gemessen? Natürlich, man weiß es doch. Aber du hast sogar Wettkampf gehabt. Du hast noch Farbe hier hinten dran. Ja, letzte Woche. 47, aber... Schau mal. Einfach mal 2 Zentimeter unterschlagen. Donnerwetter. Wichtig und richtig, Freunde. Vegan und natural. Robin, wer hatte bisher den brachialsten Arm? Wer hat dich am meisten impressed? Also Johannes natürlich von der Größe her, war er der krasseste. Sieht auch geil aus. Komm, sieht auch geil aus, aber was ich sagen muss, ey, William, sein Arm, das sieht wirklich auch mit diesen Adern, das ist wirklich geisteskrank, William, sein Arm. Also, ja, Williams Arm sieht vom Bizeps her auch, ne? Der Bizeps ist so wie so die Streifen, so. Ja, Williams Arm war momentan echt am impressivsten, auf jeden Fall. Ja. Aber natürlich, also William, sein Arm hat mir wirklich am besten gefallen, also von der Optik her, aber an Johannes seine Größe kommt natürlich nichts dran. Geh mal zu Jim Dan, der sieht so aus wie ich ein bisschen im Gesicht. Servus. Ich wollte fragen, ob ich mal deinen Arm messen dürfte. Hallo, kleiner Bruder. Alles gut? Hey. Ja, wir sind die gleiche Person. Wir haben hier einen Spiegel aufgestellt. Und der Faden kommt gleich auch noch. Arm messen heute. Okay. Komm, trotzdem an Vorbereitung. Und? 50. Ganz knappe 59, ja. 59, irgendwas. Also rund mal 50 auf. 50. Das ist stabil. Viel interessanter wären bei ihm eigentlich... Quizfrage an dich. Kennst du den jungen Mann, der da links steht? Gesehen, ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wer es ist. Das ist eigentlich ganz traurig, weil das ist nämlich auch ein Mr. Olympia-Competitor in der Classic Physik. Ja. Er hat schon mal den 5. Platz gelegt. Ja, aber das ist bei Social Media nicht so bekannt. Warum auch immer. Aber ich finde es schon interessant, so eine Elite-Athleten auch mal den Arm zu messen. Ja. Er heißt Mike. Gehst du mal hin und sagst du, Mike, kann ich mal den Arm messen, bitte? Okay. Auf geht's. Wir messen ja auf der Fibo, wer den dicksten hat. Warte kurz. Das passt doch zu dir, oder? Aber Mike zum ersten Mal in der Aufbauphase, also so ewig 4 Jahre keine Aufbauphase mehr gemacht. Und jetzt, trotz der sich Physik, wird noch mal ein bisschen Muskel draufgepackt. Ja. Hausaufgaben gemacht. Ja, ich beobachte dich auch. Ich gucke, was los ist. Was schätzt du? Ich habe seit 4 oder 5 Jahren nicht gemessen. Sagen wir mal 47. Ich sag 48. Da ist ja auch 47, 48 sollten hinkommen. Achtung! Wow. 51 Zentimeter! Du hast den dicksten heute. Oh, gut. Aber du bist auch vom Körperfettanteil relativ hoch für deine Verhältnisse, muss man schon sagen. Aber an den Arm geht's aber. Das ist okay. Ja, gut, aber wenn du an den Arm Speck hast, Bro, dann hast du doch ein echtes Problem, den, oder? Den Rest zeigen wir nicht. Ja, ja, gut. Aber man muss dazu sagen, du bist einer der ästhetischsten Athleten, wenn nicht sogar der ästhetischste mit der schönsten Linie. Vielen Dank. Ich kenne dich schon als Junior. Habe ich dich schon auf der Bühne gesehen vor, keine Ahnung, 15 Jahren, 12 Jahren, ich weiß nicht mehr. 12 Jahre. Ja. Wir werden alt, mein Lieber. Ich drück dir die Daumen. Vielen Dank. Werden nicht alt, wir werden nur reifer. Ja. Und immer besser. Ja. Dieser junge Mann ist so ultra hart. Komm her, Chris. Das ist geil. Also. Also das ist wirklich irre. Ich war schon ein paar Mal in Wettkampfform, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Form habe ich noch nie gebracht. Ja, 42 cm. Aber entladen. Und ey, entladen, also ohne Kohlenhydrate. Wenn er jetzt noch ein bisschen mehr essen würde, würde er sowieso direkt 2-3 cm mehr haben. Wirklich, Real Talk. Brutal, wie viel Körperfettanteil? 5% oder so? Ich habe mein Leben noch nie gemessen. Nee. Aber du guckst in den Spiegel und machst ein Bild und dann siehst du ja, was Sache ist. Ich würde sagen, 5%. Alter. Danke dir. Holy shit. Dankeschön. Ich feier dir. Johannes nimmt immer die Treppe. Warum? Johannes macht viel Cardio. Weil sonst wird Johannes ein bisschen zu fett. Aber ich kann mir das erlauben, deswegen fahre ich ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Rolltreppe? Rolltreppe, genau. Ich bin mir zu schade, die Treppen zu laufen. Das ist der Underdog, den niemand auf dem Zettel hatte.
Also du machst doch jetzt auch Transformationen. So. Nee, nee, ich versuche einfach nur mal wieder normal zu trainieren. Seit 3 Jahren macht er Transformationen. Ja, hör auf, also ich bin da echt. Aber ich bin gerade dran, aber ich werde nicht den dicksten Arm haben. Aber am Strand, bei allen Umfragen, du bist ja der König der Umfragen. Das immer, du hast du die Groupies immer am Start. Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, ich bin ein kleiner Fanboy. Mittlerweile gucke ich sogar die Videos, weil die mich so hart unterhalten und aus meinem Alltag abholen. Das ist wirklich, macht mir richtig Spaß. Du das machst das so geil. Freut mich zu. Wir können auch unten messen, wenn ihr wollt. Meinst du, hast du bessere Chancen? Ich denke, noch schlechter als beim Arm. Ja, das macht ja nichts. Du bist bekannt. Ja, wie du bist Schwiegermanns Liebling und deswegen kommst du auch so gut an. Gar nicht. Guck mal, was du lobst. Der Lukas, wir haben schon Videos gedreht. Wie lange ist das her? Ja, es ist lange 6 Jahre oder so mit Oskar, André Merzdorf. Stimmt, die kennt heute keiner mehr. Doch, Fitness-Oskar, natürlich. Ja gut, Oski ist noch am Start. Ja, stimmt. Der André nicht. Ja, der mess mal. Aber du bist ja jetzt der Fame-Boss. Ich hab Glück, dass du mit mir noch Videos drehst. Hör bloß auf, Alter. Ey, soll ich noch mal aufpumpen oder so? Ja, also, willst, komm, wir haben bei allen ohne Pumpen. Was denkst du denn im Vorfeld? Also, wenn ich das... also wenn abzüglich der dicken Haut, ich nenne es jetzt mal nicht fett, aber es ist schon so ein stabiler 43,6er. Und was sagst du? Ich pumpe. Ich denke auch so zwischen 43 und 45. Ja. Vielleicht wird es noch ein 45er. 50. Also wenn es weniger als 43 ist, gebe ich dir 5.000 Euro. Und ernsthaft? Wenn es mehr als 43,5 ist, gibst du mir 5.000. Au! Der ist schon confident, ne? Das macht mir jetzt ein bisschen... Warte mal ganz kurz. Das Ding ist, müsst ihr mir das Geld selber irgendwo leihen. So messen wir, komm. Ein Foto mit euch machen. Wir messen ganz kurz, dann machen wir ein Foto. Okay, super. Jetzt aber, komm. Und. Oh. 45, 3. Lass ihr euch nicht die Hand gegeben. Und warum, wichtig ist, warum hast du gesagt, niemals? Sie hat nämlich gesagt, so, niemals. Sie so, sind vor der Kamera. So hat sie gemacht. Ja. Hast du, natürlich. Ja. Warte mal, 43, du hast gesagt, es ist mehr. Ach so. Aber ey, 45? Das ist schon ordentlich. Schon stark, ne? Guck mal hier. Hat jemand trainiert? Jetzt ist weniger. Der pumpt das nach. Aber jetzt mal, ohne Scheiß. Stell dir mal vor, du würdest regelmäßig trainieren. Ich trainiere gerade regelmäßig. Ach so, geht aber noch los. Nicht lang genug. Ja. Ey, ich freue mich gerade über meine 45. Ohne Witz, oder? Alter, ich bin gerade voll happy, Digga. Wie viel Gramm Protein isst du am Tag? Ja, schon gut 200. Schon gekommen. Ja. 200, aber ich bin auch 1,93 und wiege 114. Aber immer noch am Start, wie gesagt, mach bitte mehr Umfragen. Ich glaube, das werden die Leute bestätigen, das macht richtig Laune. Ich habe das auch mal probiert, aber ich weiß nicht, bei will keiner sehen. Aber du kannst wenigstens finden, ich kann ja nicht viel anderes außer irgendwie Scheiße labern mit Mikrofon. Ja, genau dasselbe. Du hast wenigstens den Mehrwert-Content. Ich versuche es. Freunde, was soll ich euch sagen? Mein Name ist Marc Eggers, neben mir der wundervolle Johannes Lukas, seit Jahren in der Fitnessszene aktiv und wir haben heute mal auf der FIBO geguckt, wer hat denn den größten Armumfang. Ich glaube, du hast gewonnen. Ja, nee, stimmt nicht. Ich war noch ein paar Dicker mit dabei. Da waren noch ein paar Aber Dicker. Gegen dich, für dich hat es noch gereicht. Ja, für mich hat es definitiv noch gereicht. Wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt, dem Video einen Daumen nach oben geben. Schreibt gerne mal euren Armumfang in die Kommentare und abonnieren. Ich bin raus, Johannes Lukas, Marc Eggers. Bleibt stabil. Lieben wir, Alter. Perfekt. Dankeschön, Mann. Ohne Scheiß.